Gude und herzlich willkommen zurück in meinem Blind Run von The Witcher 3 Wild Hunt. Wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind auf dem Weg nach Novigrad. Und ich habe mir ja hier so einen Marker gesetzt. Da müssen wir mal gucken. Ach genau, wir wollten ja hier uns dieses Lager nochmal angucken, weil wir ja hier einen Elfen befreit haben. Genau, das machen wir und dann verspreche ich, brechen wir auf Richtung Novigrad. Das sind Wölfe. Makes no sense. Okay, wir bleiben auf dem Weg. Rufen Plötze. Dann geht's vorwärts. Wo ist er? Gute Stute. Aufsitzen. Sehr gut. Hey. Dann werden wir uns dem Weg widmen. Ich weiß, es ist ein Stück zurück. Oh, das sind die Wölfe. Ist das jetzt das neue Weg? Was? Neue Wegkreuzung? Okay, interessant. Die sollen uns ruhig verfolgen. Ihr seht ja, die kommen nicht dran. So, wo müssen wir hin? Wir müssen uns tatsächlich links halten, ne? Und dann hier wieder rechts. Dann müssten wir auch gleich da sein. Manchmal lohnt sich das ja auch. Open World. Das ist ein Anwesen. Mit Wegmarker. Eremas Anwesen. Das war mal eins, oder? Na, keine Monster. Das wundert mich. Von Milch und Finsternis. Nee, Quests brauchen wir. Finde mehr über das herunterkommende Anwesen aus. Milch und... Oh! Was ist denn hier los? Das Haus ist komplett zerstört, aber der magische Kreis ist intakt. Das ist wohl ein verschlossenes Portal. Ich muss den Schlüssel finden. Okay. Deswegen höre ich auch die Stimmen. Ich bin mal gespannt, wo uns das Portal dann hin beschleunigt. Wo ist denn hier die Lupe? Hier. Warum sagt er nichts? Okay, er sagt einfach nichts. Wahnsinn. Er sagt einfach nichts. So, dann gehen wir mal hoch. Den Schlüssel. Finde den Weg, um das Portal zu aktivieren. Lesen wir mal. Mein Haus wird seit Tagen von Jägern belauert. Ich wusste natürlich, dass sie kommen würden. Die Vision durch den aromatischen Limburger war allzu deutlich. Einfach mal ein schönes Stück Käse reingesnackt.
Doch ich muss das Risiko eingehen und noch einige Tage bleiben. Die Käser haben ein faszinierendes Reifestadium erreicht. Ein Transport steht völlig außer Frage. Ich arbeite seit 40 Jahren an diesem Rezept. Lieber sterbe ich, als jetzt im Stich zu lassen. Für den Fall, dass ich nicht mehr imstande bin, Zeitpunkt und Art des Übergriffs des Jägers weiß zu sagen, vermache ich meinen wertvollsten Schatz dem tapferen Abenteurer, der imstande ist, ihn zu finden. Möge dieser Lohn ihn inspirieren, meine Arbeit fortsetzen und sich auf die Schultern der Reisenden des Ryomanti zu stellen. Geoffrey Munster Avenue und nicht zuletzt der Blauschimmelbaron Erikstetten. Okay. Katzenausrüstung, nice. Ich glaube aber, hier ist was Krasseres passiert, weil... Jetzt muss ich mal was checken. Ich glaube, wir haben hier ein Problem mit der Quest. Oder ist die Quest woanders? Ist das Weltkarte? Ja. Die ist in Novigrad oder was? Die ist dann hier. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll, bin ich ehrlich. Das triggert mich jetzt. Erweng. Finde den Weg, das Portal zu aktivieren. Du hast nicht den nötigen Schlüssel. Die Frage ist, ob ich den hier finde. Wir luschern noch mal ein bisschen rum. Weil ich glaube, das mit der Quest ist irgendwie verbuggt. Hier gibt es auch nichts anderes außer Kräuter. Na, heute stellt er sich aber an. Ah, okay. Ergibt Sinn. Das ging fix. Der hat schon mal nix. Der hat auch nix. Okay. Das ist das Geräusch. Das Geräusch aber weg. Hier hat was vibriert. Oder ich muss dieses Ding hier benutzen, oder? Ist es nicht für Portale? Wo ist meine Lampe? Oi, hier.
Jede Menge Questgegenstände. Ich weiß es nicht. Hey, ich glaube, wir machen uns wieder auf den Rückweg. Richtung Novigrad. Richtung Westen. Wir werden dahin gehen. Und dann weiter vorstoßen Richtung Novigrad. Endlich. Da treffen wir Triss, da hoffentlich auch Ciri. Dann geht's endlich weiter. Weg. Weg. Geht's da nicht? Doch, da geht's rüber. Okay, gut. Da muss es rüber gehen. Okay. Kommen wir auch wieder raus? Nee. Das war nicht so geplant. Bin ich ehrlich. Oh no, da ist direkt ein Monster, habt ihr das gesehen? Okay, wir machen folgendes, wir meditieren. Damit wir mehr sehen. Feuer war gegen die gar nicht so gut, ne? Den haben wir gelegt. So, was haben wir hier Schönes? Gute Sachen, die wir verkaufen können, oder? Öl, Stahlblech, nehmen wir alles. Oh, wo müssen wir hin? Wir müssen uns einen Dasenhändler. Achso, Moment. Hier ist ein Fragezeichen direkt. Das müssen wir eigentlich mitnehmen. Und dann peilen wir die Stadt an. Wir peilen das hier mal an. Wir machen erst die Runde. Ich muss es. Das triggert mich sonst. Monsternest. Nehmen wir mit. Thank you.
Ah, wo ist das Nest? Ein Moderhautnest. Es muss zerstört werden. Rein da. Weg da. Ready machen. Normal, es kommt immer noch einer mit raus. Was ein Verschwind. Oh. Oh, 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 oh. Der Verschlinger hat jetzt richtig reingeschallert. Gedacht, naja, was kann da vom Wasser kommen? Aber er hat ganz schön wehgetan. So, da müsste aber noch Zeug jetzt drin sein. Jawohl. Gut, da hätten wir hier mal wieder was Gutes getan, sozusagen. Gehen mal wieder auf den Weg. Sind wir noch richtig? Absolut, wir sind absolut richtig. Okay. Hey, das sind Menschen. Schön. In dem Wald sind 3 Fragezeichen. Ne? Das kann nur schief gehen. Oh, ist er schnell unterwegs heute. Monsternest. Wo? Vor uns. Okay, ich glaube, diese Kreatur. Ich muss es zerstören, wenn ich die Enderjagen loswerden möchte. Das war jetzt eine der leichteren Übungen. Weg. Oh! Boah, bin ich erschrocken. Ist einfach von oben runtergekrabbelt. Oh, ich bin Stufe 14. Sehr gut. Wir haben wieder einen Punkt. Axiklüfe. Ich brauche eine Igniklüfe. Das sind noch mehr von den Dingern. Komm alle, komm her. Zeig mir, was du zu bieten hast. Komm her. Die haben gute Kritsche innen abbekommen. Das läuft gerade. Blaues Muttergen, blaues Muttergen. Ich muss es zerstören, wenn ich die Enderjagen loswerden möchte. Ach hier. Das waren noch mehrere Nester, oder nicht? Haben wir hier. Das sind Honig. So, dann schauen wir mal. Was haben wir noch? Wir haben hier. Es wird ein drittes sein, vermute ich mal. Das klingt wild. Das klingt nach einem zweiten Monsternest. Ja.
Hier sind ja 18. Okay, das ist schon ein bisschen krasser. Oh, 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 oh. Da müssen wir jetzt aufpassen. Schnelle Hiebe. Und wieder weg. Das ist ja mehr wie ein Nest. Oh, oh, oh. Raus da, raus da. Ich hab da schon was in der Höhle gesehen, was mir gar nicht gefällt. Das lassen wir uns aber bezahlen. So, dann brauchen wir echt mal einen Händler gleich. Ich hab's im Gefühl. So, dann müssen wir was footen. Was haben wir hier? Himbeersaft, bitte. Snacken. Apple, snacken. Knödel, snacken. So. Gut. Dann müssen wir ja in dem Wald hier alles aufgedeckt haben. Perfekt. Dann reiten wir hier hin. Das ist bestimmt eine Ortschaft. Nicht in die Felsspalte fallen. Okay. Wir nehmen den Trampelpfad hier. Da ist Banditenlager. Hier ist ein Dorf. Urstne. Stopf dir Spinnen in den Arsch. Ja, danke. Hier haben wir nix, oder was? Kein Händler, nix. Nee. Geht's auch tatsächlich wieder zurück. Ah, doch, hier ist ein Händler. Dann bitte. Where are you? Das waren Wachen, okay. Kaufmann. Was? Ah, den haben wir schon gesprochen. Zeigst du mir, was du im Angebot hast? Okay. Igniklüfer, Igniklüfer. 2. Geil. Nehmen wir. So, was haben wir noch? Axi, Art und Gelb ist Quen wahrscheinlich, ne? Ja. Ah, komm, die nehmen wir auch nochmal mit. So, und andrehen tun wir ihm jetzt. Die bringt ganz schön viel. Die auf jeden Fall nicht, die auch nicht. So, hier die ganzen... die Schwerter haue ich in der Stadt weg. Hier. Monsterspeichel. Wo sind denn diese Embryonen? Ne, die Platten. Monsterauge. Öl. Drachenschuppen.
Monsterhaar, weg damit. Weg damit. Monsterherz. Monsterzahn. Oh, was haben wir noch Schönes? Dann gucken wir noch mal. Hier nimmt er auch nichts. Hier nimmt er auch nichts. Hier nimmt er noch was. Naja, warum sollte ich die mit rumschleppen? Ich sag's ja nur. Weg damit. Und die lasse ich zerlegen. So. Gut. Gracias, Senor. So, und wir gucken uns mal die... Wir werten erstmal die Geschichten hier auf. Und dann gehen wir rein in Charakter. Stufe 14. Ich glaube, Stufe 15. Wir brauchen immer noch 1. Verfügbare Punkte 3. Ich habe 3 verfügbare Punkte. Oh. Wir könnten aber hier mal gucken. Rüstungsschmelze Stufe 3. Explodierendes Schild. Warum haben wir Quen? Wir müssten eigentlich auf Igni gehen. Aber ich habe die ja aufgehoben aus einem guten Grund. Deshalb, das holen wir uns. Es kostet nur 1 für den gelben Bild. Und hier können wir mal gucken, können wir großes blaues Muttergen, blaues Muttergen, kleines Muttergen. Nachterscheinung plus 50 Vitalität. Krass. Relikt. Okay, eigentlich könnten wir noch weitergehen. Was ist hier? Aktiver Schild. Es wird... Nee, Schild haben wir schon. Was ist denn das? Das ist Igni. Ich brauche Erden gar nicht. Was haben wir hier? Adne. Nee, Axi. Das ist mit den Dialogen, ne? Das ist auch magische Falle. Nee. Ich hätte gern... Das ist Art. Bewirkt einen kontinuierlichen Feuersturm, der einem einzelnen Schaden zufügt. Das brauche ich ja nicht. Zusätzliche Punkte für Freischaltung 4. Erhöht die Intensität um 10%. Pyromane. Es wird ein aktiver Schild erzeugt, dessen Aufrechterhaltung und das Blockieren von Angriffen Ausdauer kostet. Vom Schild aus wird der Schaden stellt die Vitalität des Spielers wieder her. Oh, Schmackofazo. Was haben wir hier? Erhöht die Intensität und 10% Abusierungsschaden werden der Angreifer zurückgeworfen. Okay. Also die Effekte sind ähnlich. Was haben wir hier? Adrenalinausbruch. Erhöht die Adrenalinausbruch um 5%. Das Wirken von Zeichen setzt Adrenalin frei. Den brauchen wir. Den und den. Aber das 15 und 18, das ist noch ein weiter Weg. Ich sag's so, wie es ist, ne? So, wir sind in Ursten. Ne? Dann lass uns weiter reiten. Ne? Wir nehmen das Fragezeichen noch mit. Quatsch. Wir nehmen Plätze. Plätze, komm her. Los, los.
Banditenlager, okay. Keine Gefahr für mich. Hä, warum ist meine Vitalität nicht voll? Das geht ja mal gar nicht. Das kannst du jetzt nicht tun. Ich bring dich um. Ah, weil die mich schon angreifen. Das hat ja gut funktioniert mit dem Umbringen. Wie ein Mann. So, den hätten wir auch. Den würde ich gern direkt looten, ne? Dein Arsch gehört mir. Das schauen wir mal. Ja, hat ja super funktioniert. Hat noch nicht mal Loot fallen lassen. Das ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Da habe ich schon mein Schwert abgewetzt an deinem geschundenen Körper und dann lässt du noch mal was fallen. Verbessertes Bestienöl. I like it. Das sieht nach einer leckeren Suppe aus. Serverkronen. Ach genau, wir können... Oh, das hat sich aber gelohnt, du. Das hat sich gelohnt. So, jetzt lasst uns nochmal hier ein bisschen in der Sonne chillen. Und wir gucken uns Alchemy. Was können wir bauen? Wir können blaues Mutagen haben wir. Grünes Mutagen brauchen wir nicht. Bomben könnten wir zwei bauen. Lass es doch machen. Zack. Zack. Und ein Öl. Verbessertes Bestienöl. So, können wir noch irgendwas verbessern? Nö. Ja, blaues Mutagen. Ja. Machen wir dann. Erstmal auf Tanky. Und dann, achso, wir wollten ja hier noch die Steine einsetzen, ne? Ey, chillen Sie. Also, wir haben... Da ist es. Wir setzen Quen da rein und Igni. Stark. I like it so. Und das ist natürlich richtig nice. Was haben wir hier? Rüstungsdurchbohrung. Aber wir haben keine Slots mehr frei. Betäubung und Chance auf Taumeln. Gut. Haben wir das auch? Aber wir sind heute fleißig, oder? Wir sind fleißig. Vielleicht kriegen wir den Händler noch. Und ich glaube, dann haben wir es tatsächlich geschafft. Plötze. Ich gehe mal raus auf die Straße. Das ist Novigrad, oder? Das ist Novigrad. Hier die Straße runter. So. Ich finde, wir sind ziemlich gut aufgestellt. Da ist ein Wegpfeiler. Lucians Windmühle. Langsam. Ah, hier ist ein Honig. Los. Leute, Leute. Wahnsinn. Das sind die Vororte von... Oh, Schafe. Heya. Nee, machen wir mal schön langsam. Da ist der Händler. Komm mal her, mein Freund. Ich bin immer gern nach Lobby. Sei gegrüßt. Zeig mir deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Zeig sie mir. Was hast du da? Nix Gescheites. Nö, dann nicht.
Leb wohl. Leb wohl. Mein Freund. So, Plötze bleibt draußen. Nee, Plötze nehmen wir mit. Ihr war jetzt lang genug draußen, ne? Hier ist ja richtig Leben. Wahnsinn. Ja, wir nehmen mal das Anschlagbrett mit von hier vorne. Hier sind auch Zwerge. Der ist besuffe. Hey! Sind deine Arschhaare auch grau? Seht euch das an! Aber ihre Frühling Katzen haben steuern. Schon wieder auf meine Wäsche gepinkelt. Neue Markierung. Sie sind eine Plage. Schneller! Diese Julia und ihre haarigen Freunde. Dann zertrümmer doch eine Flasche und vermisch die Scherben mit Fisch. Das werden sie fressen. Und dann langsamer! Oha, habt ihr das gehört? Guckt euch das an. Wahnsinn. Erstmal das Anschlagsbrett checken, ne? Wir nehmen alles mit. Quint-Turnier, nicht erkundete Orte. True. Ah, okay, die kam jetzt hier dazu, oder was? Ja. Die zwei. Das. Oh. Ha! Okay. Okay, okay, okay. Dann gehen wir zu dem Anschlagsbrett noch. Dann lesen wir mal alles. Quint-Turnier. Die weiße Dame. Verehrter Herr Hexer, Teufel in den Wäldern. Das ist ja jetzt nichts Neues. Die weiße Dame. Nehmen wir die an. Sprich mit der Witwe. Herr des Waldes. Habe ich die Quests? Achso, die Quests habe ich ja. Die werden mir aber nicht unbedingt hier angezeigt. Ne? Da müssen wir ins Questlog gucken. Ich habe jetzt mal eine Pauschale angenommen. Zwielichtige Person. Okay. Wo ist mein Pferd? Hol die wilde Jagd euch alle. Das ist doch nicht mein Pferd, oder? Doch. Ja, dir geht's hier gut, oder? Da hat sich doch ein Dommler als Bornbornspart ausgegeben. Wir machen mal. Wir gehen mal zu Fuß und lassen Plötze Pause machen. Wir haben es endlich nach Novigrad geschafft. Kann aus Dreck kein Gold machen. Nee, das ist ja okay. Flankt auch keiner. Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Arme Städterin. Bist du ein Zauberer? Du bist zwar grimmig, aber in deinen Augen sehe ich an. Du erschreckst meine Kinder. Ist es so? Hier haben wir auch nochmal jede Menge Aufträge. Gänsemöse. Neue Markierungen. Nee, irgendwie nicht. Ich habe hier ein Wirtshaus. Da können wir auf jeden Fall Zeug verkaufen. Willkommen, willkommen. Zeig mir deine Waren. Was hast du denn da? Oha, was ist das für eine Creme? Plunder. Verbrennen. Verbrennen. Legen diese Karte nach dem Ausspielen ab. Entfernen die stärkste Karte beider Spieler auf der Schau. Ja, nehme ich. Habe ich schon. Enge Bindung, lege diese Karte neben eine Karte mit demselben Namen um die Stärke. Das habe ich doch schon.
Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das war was Specialiges. Klobe ich so. Hier, Fleisch. Verkaufen. Was kriege ich denn für den Himbeersaft? Nix Gescheites. Wasser auch nicht. Hähnchen. Bier. Verkaufen. Apple. Das gibt ja alles nix. Aber was ist, wenn ich. Der nimmt ja noch nicht mal was vom Inventar runter. Nee, da hätten wir Fleisch jagen müssen, ne? Bis dann. Alright, so. Was hat der Kräuterkundler? Was? Hast du was Interessantes? Oh, 10 Quenn-Klüf, ne? Bruder. Fruchtweib absolut und Wasserweib absolut. Okay. Ansonsten. Er hat einfach 10 Quenn-Klüven. Ich habe halt keine Slots mehr frei. Was ist Alchemie? Achso. Prozent Vitalität. Okay, krass. Aber das kann ich ja selbst herstellen. Da brauche ich doch ihn gar nicht für. Was fehlt denn da? Vitalität. Vitalität. Das müsste man eigentlich. Haben wir das schon? Haben wir da schon was eingesetzt? Nee, ne? Leb wohl. Weil meiner muss tanky werden. Es tut mir leid. Ach so, das habe ich noch gar nicht freigeschaltet. 16. Oh. Ah, was ist das? Lichtreflex. Zielen der Armbrust wird er zusätzlich 100% verlangsamt. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinverlust um 33% verringert. Leichtfüßigkeit. Verringert Schaden durch Treffer, die beim Ausweichen erlitten werden. Um 100%. Okay. Da können wir dann auch nochmal durchgucken, ob das so alles ganz fein ist. Bin ich ehrlich. Präzise erhöht die Chance auf Crit-Schaden bei schnellen Angriffen um 4% und den Schaden kritischer Treffer bei schnellen Angriffen um. Und den Schaden der dritten. Okay. Okay. Was war denn das? Wie bin ich denn jetzt auf die Map gekommen? Ach, wegen dem hier. Ah, Hast du okay. es eilig? Mein Mund ist trocken. Finsternis? Stockfisch. Überall Finsternis um mich herum. Sprich mit der Witwe. Wie, also, wir haben es geschafft. Wir sind an der Burgmauer von Novigrad. Willst du mein Liebster sein? What? Bist doch viel zu klein. What's this? Spitzwegerich. Nee, das. Wir klauen den Bauern nichts vom Feld. Ich glaube, es geht los. Wenn, dann klauen wir es direkt aus dem Haus. Und wir meditieren nochmal ein Stück, dass mal die Vitalität wieder voll ist. Und dann ist auch unsere Zeit abgelaufen für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Trinken wir, es wird schon Abend. Genau, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentar und ein Abo würde mich wirklich absolut freuen. Es war mir ein innerliches Blumenpflücken. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.